Also Freunde, wir sind zurück mit Boruto. Möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen an alle Fans von Boruto und von auch Zuschauern meiner Reaction, meiner Videos und allem anderen. Ich bin leider sehr verspätet diese Woche. Ich muss sagen, mich hat das auch in den letzten Wochen sehr gewurmt, dass ich immer wieder verspätet bin. Ich versuche irgendwie mal was auszudenken, dass das nicht mehr passiert, dass wir irgendwie schneller da sind. Ich finde gerade keinen Nenner drauf, schneller zu sein, keine Ahnung, aber ich tue mein Bestes. Also nochmal wirklich, also ich meine das auch ernst, also big sorry. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Dings, dass wir über Chapter, über Dragon Ball, über One Piece geredet haben und ich will diese Zuschauer immer bedienen. Ich will immer noch so diesen OG-Vibe da haben. Manchmal geht's nicht. Das wurmt mich selber, deswegen. Also, sorry an alle, ich versuch's irgendwie hinzubekommen. Boruto Blue Vortex. Wir sind bei Chapter 8. Ich habe keine Spoilerinos bekommen. Ich habe keine Ahnung. Deswegen wird es ein umso interessanteres Kapitel. Ich bin deine Sonne. Es ist so einfach. Komm schon, finde mich. Jederzeit. Hör auf, das ist zu cool. Boruto-kun, oh mein Gott, du bist so Kawaii-des. Hör auf, so rumzustehen. Beil dich und finde Mitsuki auf. Bevor der Bastard Boruto davon... Digga, ey, Kawaki, ne? Da muss mal langsam was passieren. Das wird echt schwierig mit dem. Was ist mit deiner rauen Art gegenüber Aida? Du pisst mich off. Ist mir egal, wie du dich fühlst. Ich gehe durch den Mansun, hinter die Welt. Hab ihn gefunden. Er ist im Wald 20... okay. Er gehört mir. Lass uns gehen, Delta. Psch. Danke dir, Delta. Sei vorsichtig. Pass auf Kawaki auf. Kawaki ist einfach Sasuke, wie sich andere Anime-Fans ihn vorstellen. Digga, Sori, das ist ja mal richtig stark. Der Moment, wenn die liebe Aida abgefuckt ist von ihr, ist, werde ich dich umbringen. Sobald ich mit meinen Zielen fertig bin, werde ich eh weggehen und für mich selbst sein. Okay, was macht Freezer hier? Okay, also haben sie nicht nur ein eigenes Leben. Die sind schon bereit, sich weiterzuentwickeln. Das soll doch ein Witz sein. Chakra-Bäume, die das Leben des Planeten absorbieren. Also ist der Planet am Arsch? Nee, noch soweit ist es noch nicht. Aber wenn Kawaki oder ich verschlungen werden, dann werden sie ihre Evolution beenden und eine Chakra-Flucht erschaffen. Dann wird der Planet sterben. Wenn wir schon mal über Chakra-Bäume reden. Team Tens Kasamatsuri Moegi ist ein Chakra-Baum geworden. Okay. Nachdem mein Claw Grimy sie gegessen hat. Es ist mit anderen auch passiert. Also völlig unabhängig von Alter oder Geschlecht. Was ist damit? Der Zehnschwänzige nutzt ihr Chakra. Deswegen sind sie noch am Leben. Jedenfalls denke ich das. Oder mehr weiß ich auch nicht. Boruto, wie viel weißt du wirklich? Eingehende Message von Kawaki. Achter. Soll ich verbinden? Gib mir eine Sekunde. Ino, ich habe another Transmission via the Sensory Unit. Okay, also seine Nachricht kann nicht verfolgt werden, mäßig. Okay. Du bist der Einzige, der beide hören kann. Okay, also es bekommt keiner raus. Okay. Tut mir leid, Sensoreinheit, stellt ihn durch. Ja, Sir. Shikamaru hier. Was ist? Aida hat Borutos Position gefunden. Er ist südlich vom Dorf, nicht weit weg. Ich mache mich dort auf den Weg. Was könnt ihr da tun? Wen interessiert's? Delta wird ihn angreifen, wird ihn von oben angreifen und ich werde dann folgen. Beruhig dich, Kawaki, sei nicht voreilig. Erinnere dich, er ist stärker geworden. Warte für Verstärkung auf Verstärkung. Ich habe nicht diesen Luxus, Shikamaru-san. Möchtest du, dass er wegkommt? Bis später, Achter. Ich werde mich melden. Oh, Boruto, Digga. Er ist so Alpha, Bro. Er steht da einfach auf Edgy Bam, Digga. Geilster Typ, Mann. Stopp nicht so plötzlich. Das ist komisch. Ich kann ihn nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht hat er dich wahrgenommen? Ach so, die hätten sich ja gegenseitig gespürt, deswegen. Er ist vorher, ohne dass er es wissen kann, geflüchtet. Also er wird schon stutzig. So, Mitsuki im Start. Aida hier. Tut mir leid. Ich habe nicht gemerkt, dass du hier bist. Ich hoffe, ich störe nicht. Aida, bis ich dich getroffen habe, habe ich nie die Emotion Liebe verspürt. Willst du mich klar machen? Digga. Ob es so ist, weil ich eine künstlich hergestellte Person bin. Es ist nicht nur Liebe. Ich verstehe nicht wirklich, wer ich aktuell bin. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es eine Rolle spielt, solange wie ich eine Sonne habe, die immer um mich herum ist. Du könntest sagen, dass alle anderen Dinge keine Rolle für mich gespielt haben. Was auch für mich gilt. Aber ich lag falsch. Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, werde ich die Sicht zu meiner Sonne verlieren. Das ist die wichtigste Sache für mich. Wenn er nicht Acht auf sich selber gibt, dann verliert er die Sonne aus den Augen, ohne dass er es wirklich merkt. Okay, um das mal in Worte zu fassen, dass Mitsuki durch Liebe gecheckt hat, dass er nicht so fixiert sein darf auf Boruto, beziehungsweise dass er auch Acht auf sich geben soll und sich nicht, und er selber darf sich nicht egal sein, weil wenn er sich selber egal ist, dann kann er seine Sonne ja nicht beschützen, weil er nicht auf voller Höhe ist. So habe ich das verstanden. Und Boruto hat dich dazu gebracht, dass du das verstehst. Das ist super. Das ist ein bisschen voreilig von mir, aber ich glaube, wir sind gleich.
I don't know why I love Bukowa. Aber warte mal, das ist doch richtig jetzt hier, oder? Was sagt er denn hier? Sagt er hier, I don't know why I love Bukowa oder why I don't know why you? Ach so, er sagt, I don't know why you. Ach so, ich dachte, das wäre eine Fehlübersetzung in der Sinnhaftigkeit des Satzes, aber der Satz ist ja straight up falsch. Okay, das ist eine krasse Mistranslation. Das ist eine richtig krasse Mistranslation. Also er sagt hier, ich weiß nicht, warum du Kawaki liebst. Aber genau das ist doch, was Liebe ist. Deine Brust fühlt sich anders an, wenn du nur an ihn denkst. Es spielt keine große Rolle, warum es so ist. Du kannst einfach nicht damit umgehen, weil meine Fähigkeit dafür gesorgt hat, dass du falsche Liebe kennengelernt hast. Ja, das mag richtig sein. Ich hatte nur Angst. Also wenn die Person, die Sonne ist, nicht so ist, wie ich dachte, dass ich Angst habe davor, das zu verlieren. Das ist ganz komisch geschrieben. Also habe ich aufgehört, darüber nachzudenken, ob die Sonne eine echte Sache ist oder eine falsche. Also bezogen auf Kawaki und Boruto. Du sagst, ich bin genauso. Dass ich nur ein dummes Mädchen bin, das in verliebt ist. Ich meine das nicht so. Tut mir leid. Ich denke mal, ich habe vorherige Schlüsse gezogen. Vielleicht, aber kann ich ehrlich mit dir sein? Wir reden gerade über Liebe. Reden wir über Drama. I'm your son. It's that simple. Ich möchte einen langen Talk mit Boruto haben. Digga, Boruto hat einfach Ada gerissen, man. Hier geht's halt viel darum, dass Mitsuki verwirrt ist, weil er ja die Gefühle gegenüber Kawaki hat, wegen Adas Jutsu. Aber er merkt, dass irgendwas komisch ist, weil Boruto, den er eigentlich hassen sollte, ihm sagt, dass er seine Sonne ist. Und er hat auch gecheckt, dass er nicht mehr so fixiert sein darf, beziehungsweise, dass er auch auf sich achten muss, um seine Sonne zu beschützen. Ada auf der anderen Seite wird auch noch checken, dass sie nicht einfach nur irgendwie sich Liebe ergaunern kann oder hoffen kann oder hoffen will, dass irgendwer sie liebt. Sie muss sich das auch verdienen, beziehungsweise ne, wahre Liebe halt. Ne? Das ist halt die Sache. Das ist halt Build-up, denke ich, für später. Genau, Edo Yabuki, fasst es kurz. Wo bist du, mein Sonnenlicht, ist die Definition von diesem Chapter. Es ist Zeit. Digga, er geht in den Kasten rein und dann spawnt er einfach hier raus. Ja, das ist gut. Komm schon, Idari. Digga, es ist random, okay. Ey, die sind Konoha! Kannst du glauben, was Shikamaru gesagt hat, was Boruto gesagt hat, Shikamaru? Ich weiß, was du sagen möchtest, aber wie ich dir vorher gesagt habe, das ist top secret. Teile es Kai mit, egal was du für eine persönliche Meinung hast. Ich weiß, es ist nur schwer zu glauben. Zwei in der Nähe des Gates, checking Chakra-Signaturen. Eine ist unbekannt, die andere ist ein Match, Sasuke Uchiha. Keine Überraschung. Okay, also, wo ist er? Naruto Uzumaki. Ich weiß seine Position nicht, aber ich kann. Und dann halt. Digga, guck dir mal den hier an. Der ist ja richtig ready. Hör zu, wenn ihr euch nur einen Zentimeter bewegt, dann was ist mit euch gewesen? Hey, du da, bist du nicht Sasuke Uchiha? Warum willst du hier vorbei, Mann? Ey, da. Tut mir leid, ich bin da beschäftigt. Ich komm später zu dir. Es geht um die Eindringlinge. I saw, also mit jeder Fähigkeit, sie ein wenig vorher. Tut mir leid, dass ich das nicht sofort gemeldet habe. Diesen Zehnschwänzige, ich weiß nicht wie, aber sie sind an mein Bewusstsein. Die haben alle gekillt. Digga, die gehen einfach in so einen Buchshop, Digga. What the fuck? Also ist er hier, Uzumaki Naruto? Oh! Okay, Kawaks. Wer seid ihr? Warum kommt ihr nach Konoha? Hat Konoha auch die Chakra-Signatur von Leuten, die nicht aus Konoha stammen? Also ist ja klar, es ist halt 100% Jigen, es ist so klar. Wenn die einmal im Dorf waren, dann ja. Okay, dann könnte man den Plot spielen, dass Jigens Chakra nicht da war und das von Ishiki wahrgenommen hat, was Ace reingeschrieben hat. Ja, das macht Sinn. Das könnte man spielen. Natürlich war Jigen im Dorf, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das Ishikis Ding sein könnte. Ich werde sie noch nicht umbringen. Also sei still, Otsutsuki, Digga. Der Schlag ist aber richtig Tokyo Revenge, ne? Sag ich dir. Digga, einfach ein Tokyo Revenge Schlag hier. Oh, in den Wassertank, Digga. Das durfte das Gauber schmecken. Da bist du ja, Uzumaki. Also, hä? Spürt er, wo der ist oder was? Wo der versiegelt ist? Hey, wach auf, Kawaki. Idari. Er ist da in der Nähe. Bist du sicher? Er ist ein Jinjuriki. Warte mal. Was? Er ist ein Jinjuriki, der ein Bijou hat? Was spürt er denn jetzt? Das Chakra ist im Match. Es ist Uchiha Sasuke. Master. Wurde absorbiert vom Zehnschwänzigen. Was geht hier vor sich? Wer ist es? Wer ist nach Konoha gekommen? Es ist der Himawari-Plot, oder Chat? Chat, es ist der Himawari-Plot, ne? Es ist der Himawari-Plot, oder? Es ist der Himawari-Plot, oder? Nein! Oh nein, es ist der Plot! Es ist der Plot, oder? Ah, oh, es ist der Plot. Oh, es ist der Himawari-Plot! Which one is he? Uzumaki Naruto. Das ist komisch. Was in der Welt geht hier vor sich? Das war das, was Damon gespürt hat, oder Chat? Ist drauf zurückzuführen, ne? Aber warum? Warum ist es bei ihr so, aber nicht bei Boruto? Warum?
ist es bei ihr und nicht bei Boruto so. Das ist so weird. Also, man kann erklären, dass Narutos Kinder anders sind, er ist ja der einzige Jujutsu-Ki, der dieses ganze Ding gemeistert hat und Kinder bekommen hat. Oh, der Tag vom Hokage-Punch. Ja, das wäre auch schon ein bisschen komisch. Naruto ist erst beim zweiten Mal aufgefallen. Was ist beim zweiten Mal aufgefallen? Der Schlag, Alter? Weiß ich nicht. Kishimoto hat mein Bild gezeichnet, in dem Boruto als Jinjuriki dargestellt wird, aber das hat er verworfen und wollte ihr geben. Ja gut, das macht Sinn. Sie hat ihn und Kurama zusammen ausgenutzt. Aber warum bekommt man denn die Kräfte, wenn man ihn schlägt? Das macht ja keinen Sinn. Geschwister sind verschieden, zum Beispiel Hamoro hat das Byakugan und Hagoromo hat das Sharingan. Das ist nicht schlecht, Bakushia. Das könnte man spielen. Warum ist er verblüfft, wenn es am Ende nur Kurama ist? Damon lacht Kurama aus, seien wir mal ehrlich. Osman sagt immer Varys Potenzial. Digga, Damon hat eine ganz weirde Kraft. Also das kann man nicht so sagen. Und außerdem hat er, also, naja, das finde ich schon macht Sinn. Wer waren nochmal die beiden, die Kurama gefressen hat? Kinkaku und Ginkaku. Es gab eine Fantheorie, dass Himawari als Neugeborene sehr schwach war und Kurama hat Naruto angeboten, sein Chakra Himawari zu geben. Digga, das ist aber richtig crack, ne? Da wurde aber anders aus der Pfeife geraucht. Ja, die hatten auch Kyubi-Chakra, weil die sich ernährt haben von Kuramas Eingeweiden, weil die dort gefangen waren. Also ist komplett abwegig. Himawari wurde im Kurama-Modus gezeugt, Alter. Kurama, ich habe keine Luft mehr, du musst einmal abklatschen für mich. Es ist Kombi aus Byakugan und Yubi-Chakra. Wäre Damon nicht so abgegangen? Kurama ist Himawaris Vater. Digga, Naruto hat den Körper getauscht mit Kurama und der hat einfach Hinata. Es kann legit alles sein. Erstens, Kurama, den wir kennen, ist selber zurück. Zweitens, Hima selbst wurde zur Inkarnation des Neunschwänzigen. Wie soll das denn funktionieren? Drittens, Himas Chakra hat sich wie bei das einen anderen Biju entwickelt, weil sie Narutos Tochter ist. Die Blume auf ihrem Shirt hat 9 Blüten. Alter, jetzt geht's aber los, Alter. Jetzt, Leute, komm. Ey, lasst es doch einmal bitte alle mal fett Crack smoken. Jetzt geht's los hier. Es sind 8, 1, Digga, ja, Ace, Digga. Ace hat schon Crack, Digga, weggehauen. Ja, krass, Alter. Ist das crazy? Also, gut, kann sein, diese Hamura-Hagoromo-Sache ist ganz heiß, dass die Kinder einfach anders geboren sind. Das könnte schon klappen. Dass man sagt, dass sie eher das geerbt hat, weiß ich nicht, wäre eine Möglichkeit. Man kann sagen, irgendwas mit Kurama, ich glaube, Kurama ist, also droppst du noch nicht so, dass er schon am Start ist. Ich wollte sagen, wäre schon krass, wenn Kurama unbetroffen wäre von dieser Ada-Nummer, er in den Timeskips zurückgekommen wäre und mit Himawari Dings gemacht hat. Aber hatten die Jinjuriki dieses Siegel immer auf dem Bauch? Wie war das doch mal? Hatten das alle gehabt? Das war unterschiedlich, ne? Das war doch wegen Minatos Ding, ne? Weil der so krass das versiegelt hat. Die Siege sind nicht sichtbar. Ach ja, stimmt. Damon sagt selber, es spielt keine Rolle, wer die Nummer 2 und 3 ist. Ich bin die Nummer 1. Damon, stärker als Code und deswegen, warum sollte er schockiert sein? Ja, aber ihr versteht schon, dass Damon der Stärkste ist, nicht weil er das größte Power-Level hat, sondern weil seine Fähigkeit ihn so strong macht. Das habt ihr schon gecheckt, oder? Himawari meint in Chapter 1, dass sie fühlen können, dass Naruto noch lebt. Vielleicht sind sie wegen dem Chakra verbunden. Ja, ein bisschen Stretch, aber könnte auch klappen. Ich glaube auch nicht, dass es normaler Jujutsu ist. Irgendwas mit Geburt oder so. Irgendwie so eine Kiste wird das sein. Sonst, was sagen wir zu den Dings-Typen? Sagen wir, das ist Jigen oder eher ein neuer Charakter? Digga, neuer Charakter wäre auch interessant, ne? Wenn du einen neuen Charakter connectest mit so einem Flashback, den wir noch nicht gesehen haben, wäre auch geil irgendwie. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht. Warte mal. Das muss ja einer sein, der jetzt am Start ist, ne? Boah, aber wer könnte das denn sein, der am Start ist, der so voll krass ist, der mit Naruto eine Connection hat, aber den wir nicht kennen? Das kann ja eigentlich niemand sein. Das kann nur Jigen sein. Welcher neuer Charakter soll das sein? Jubi? Aber wie stellt ihr euch das vor? Jubi als Person? Der Jigen-Punch ist ja auch hinter Kawakia. Ja? Es muss Jigen sein. Ja, durch Kults DNA wurde zu Menschen. Ah. Jubi und will nur Naruto, weil er ein Jinjuriki ist. Aber wie erklärt ihr euch das, dass der Jubi so ein Interesse hat an einem Buchladen zum Beispiel? Das ist ja eine. Wir sehen ja in dem Chapter, wir bekommen in dem Chapter eine Charakteristik, dass er den Buchladen interessant findet. Er ist Kakashi, weil er seit 100 Jahren. Digga, es ist Kakashi, Bro! Das ist ja mal funny, Alter. Leben mit neuer Persönlichkeit. Das finde ich halt stark als Punkt, weil es ein Leben ist, was jetzt Persönlichkeit, also ein Lebewesen, was jetzt eine richtige Persönlichkeit bekommen hat, ist es interessiert an Büchern und Wissen. Das finde ich stark von der Herleitung her. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, macht Sinn, für Sinn. Jigen hat sehr viel der Zeit verpasst, weil Ishiki ihn gelebt hat. Nee, Ace, ich meine das anders.
dass Ishiki sich für so einen Buchladen interessiert, das finde ich, das kann man herleiten, das finde ich schlüssig. Aber wenn es ein anderer Charakter ist, hätte ich gefragt, warum zeigt man das mit den Büchern? Aber das macht beides, es macht für Jigen Sinn und es macht auch für den Yubi Sinn, oder es kann für beide Sinn machen. Nee, das ist Ishiki ist, darüber redet ja keiner hier, Red Beast Konoha. Also keiner hat hier gesagt, dass es Ishiki ist. Shiba könnte Sinn machen, weil sein Chakra kennt keiner und man könnte die Thematik aufgreifen. Ja, aber Shiba, also das ist ja, der wurde ja uns als Übergott vorgestellt. Ich glaube nicht, dass er da von so einem komischen Ding übernommen worden ist. Die Kopfform passt nicht zu Jigen. Ja, kann man sagen, stimmt schon, dass es nicht passt. Amado als Baum, weil er noch nicht vorkam. Digga. Jubi selbst finde ich tatsächlich interessant. Ich glaube auch mittlerweile, ich glaube, das ist die heißeste Theorie, dass es der Yubi ist, tatsächlich. Genau, es ist Gaara und seine Frisur verdeckt das Liebe-Tattoo. Ja, ja. Digga, die Gaara-Crack-Theory, wo kommt die her, Alter, wirklich? Wir gucken, was nächstes Mal passiert. Ich fand es war ein geiles Chapter. Sehr cooler Review mit Himawari. Ich glaube, nächsten Monat kann echt eine Bombe gedroppt werden. Also, ich bin sehr gespannt.